Nicht nur seine katholische Kirche im 20. Jahrhundert prägte Johannes Paul II. Wie kein anderer. Auch der Gang der deutsch-deutschen wie der europäischen Geschichte wäre ohne diese charismatische Figur zweifellos anders verlaufen. Sein lebenslanger Kampf gegen den Kommunismus, der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch der Sowjetunion. Der international renommierte Journalist und Wissenschaftler George Weigel komplettiert hiermit seinen Welterfolg. Die große Papstbiografie, Zeuge der Hoffnung. Die letzten Jahre des populären Papstes waren nicht nur durch körperliche Probleme nach dem Attentat gekennzeichnet, er litt auch zunehmend unter den Enthüllungen über den inneren Zustand seiner Kirche. Auf der Basis von erst vor kurzem zugänglichen und zuvor als geheim eingestuften Zeugnissen wird dokumentiert, wie nicht nur der KGB und die polnische Geheimpolizei, sondern auch die Stasi den Papst jahrzehntelang mit allen Mitteln bekämpft haben. Der Papst der Freiheit, Johannes Paul II., von George Weigel, erschien bei Ferdinand Schöning.